vierte Künstler heute Abend wird die Adina sein. Ganz schön hell. Hallo? Mein Text heißt Reste von gestern. Nimm tief Luft, halt kurz an. Schau dich um und nimm an, was du nicht sehen kannst. Sehen, dass Stille zwischen zwei Seelen so laut sein kann. Kleine Einfamilienhäuser und Wohnzimmer mit Kamin, gebaut in Herzen, in denen schon lange kein Brennholz mehr steht. Nur ungeduldig Wünsche nach einem Ort, wo man selbst sein kann, darf brennen in ihnen und warten auf einen neuen Tag und eine neue Perspektive von innen. Prächtig umschmückte Paläste aus Traumata und viel zu viel Blablabla festgespannt an festen Seilen. Möchten wieder leise mitreden und eine warme Hand halten. Einen Kakao trinken, zuhören und für ein oder zwei Momente ertragen, dass sich nichts daran ändern kann. Kalte Tassen schwarzer Tee mit etwas Milch und ein angebissenes Stück Butterstulle erinnern an laute Treppenstufen durch geschlossene Zimmertüren und an die ein oder andere Stille im Schlafzimmer der pubertierenden Tochter. Für einen Moment vergessen tun, dass es ab und zu nicht schwer sein kann, man selbst zu sein. Glauben, dass man auch so sein kann. Ein Teil. Erwische mich meist dabei, wie ich beim Versuch, mich abzulenken, versuche dran zu bleiben. An dem, was mir eigentlich mehr bedeutet, als ich zu glauben scheine. Und schließe wieder meine Augen. Sie träumt von Nähe, möchte ablenken. Will tobende Palpitation und ein Indianer-Ehrenwort, dass es für eine Weile bleibt. Denn es wäre wirklich schön, wenn du eine Weile bleibst. Allein und mit Menschen tanzen und mich wieder angekommen fühlen. Möchte laut lachen und ein ganz besonderes neues Kommen fühlen. Richtig brutal, ehrlich reden und nackte Persönlichkeiten sprechen lassen. Dich aussprechen lassen. Seit wann ist es peinlich, schwach zu sein? Ich will's sein. Zu absurden Momenten, an denen man Pflanzen zusieht, wie sie in der Ecke des Zimmers an Farbe verlieren und immer mehr Farbe in den Augen gewinnen. Aber auch Regen. Regen über dem Kopf, mit ohne leichte Sturmböe, sondern mit Wasser gefüllte Tunnel, ohne leicht bekömmlich, eher rasant. Total pitch-patsch, nass ausgeliefert sein. Für einen Augenblick an etwas glauben und nicht wieder das Thema wechseln. Die Zeit anhalten. Dazugehören. Ja, nur mal eben ein Teil sein. Unangenehm. Ich weiß, ich halte mich auch nicht mehr aus. Und ich hätte manchmal lieber nicht gehofft. Gehofft, dass ich endlich älter werde, als ich dabei war, älter zu werden. Und mir Veränderung gewünscht, während sich alles um mich herum zu verändern anfing. Versprochen. Morgen höre ich auf. Morgen packe ich den Rest zusammen und esse meine Reste auf. Nur um den Rest nicht übrig zu lassen und um dir den Rest zu geben, wenn ich mir unseren Rest gegeben habe. Denn irgendwann gibt es diesen Moment jetzt gerade nicht mehr. Und du hättest dir gewünscht, du hättest ihn mehr genossen, als er vorbei war. Lange ist es her.